Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich möchte euch meine drei neuen Angestellten vorstellen. Und Elian wird die erste sein, die ins Interview kommt. Und zwar habe ich gedacht, ihr müsst doch einfach wissen, mit wem das von jetzt an zu tun hat. Und darum vielleicht zuerst mal, wer bist du? Ich bin Elian. Ich bin dritte aufgewachsen. Lustigerweise sind Laura und ich immer ein bisschen aneinander vorbeigekommen in unserer Jugend. Mm. Dann habe ich irgendwann mal gefunden, jetzt muss ich doch mal zu ihr ins Training. Ja, und seitdem da sind wir dann Freundinnen. So ist es gekommen. Ja. Und du bist ja nicht geschäftlich eigentlich schon immer auf dem Zweig gewesen. Nicht ganz. Also Gesundheit als Ganzes interessiert mich eigentlich schon lange und habe ich auch schon immer gemacht. Ich habe aber auch in der Medizin so ein bisschen auf Operationstechnik den Weg gefunden. Also ich habe angefangen mit der Tiermedizin als Tierarztassistentin und nachher habe ich gewechselt auf die Humanmedizin. Ich arbeite jetzt im Uster im Spital. Ja, und mache jetzt mit der Laura zusammen dann noch eine Ausbildung über Ernährung und gehe so noch in einen anderen Zweig. Genau. Und vielleicht, was sind momentan deine Aufgabengebiete bei Golden Body? Weißt du das überhaupt? Ja, also im Moment viel Einführung, ja. Nein, ich werde vor allem auch ein bisschen im Hintergrund tätig sein. Ich werde alle Bestellungen, Müslis, sonstige Online-Sachen dann machen. Bei den Rechnungen, Abrechnungen helfen. Mhm. Viele Sachen, die man eben vorne durch eigentlich gar nicht so sieht, dass es doch noch recht viel Aufwand gibt. Ich werde aber auch Ferien ablösen. Genau. Unterstützen bei den Trainings sein. Und die Pizza ja. Als Hilfstrainerin. Ja. Und eben durch das, dass sie jetzt mit mir eine Ernährungsausbildung macht, wird das hoffentlich, wenn es ihr gefällt, dann auch ein Thema sein, dass sie wird Kunden können betreuen und mich dort ein bisschen entlasten. Und ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, du bist eigentlich wie das zweite Ich im Hintergrund, einfach, wo dann mich ein bisschen entlastet und wo einfach das Ganze dann ein bisschen macht. Vielleicht kannst du mir noch schnell sagen, rein trainingstechnisch, was sind deine Lieblingsdinge? Was ist dein Charakter im Training? Ich gehe sehr gerne auf hohe Ausdauer, also Hitze habe ich sehr gerne, aber auch so ein bisschen etwas, wo man wie sein Körper so richtig spürt, viel Kraft braucht und halt einfach auch mental einfach durchziehen. Sie ist der Grenzentyp. Also ich glaube, meine Trainings sind noch fast human gegenüber denen von der Elli. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht mehr. Beschreib mal noch schnell deinen Charakter in drei Wörtern. Drei Wörter. Also ich bin sicher eine sehr loyale, wäre das Erste, was mir in den Sinn kommt. Aufgestellte ja. Person, aber niemals oder vielleicht nicht so extrovertiert. Wie es jetzt Laura ist. Aber durch das, ja, ich bin einfach mehr ein Zuhörer. Ich nehme zuerst Sachen auf und tue es dann für mich zuerst ein bisschen bedenken. Ja, das wäre so etwas. Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Und Deli ist einfach die gute Seele. Also wirklich, sie wird für Golden Body ein riesen, wie sagt man dem, ein Wert? Nein, nicht ein Wert, ein Sie wird das Herzstück von Golden Body sein, ganz ehrlich, ja. Aber ich glaube, das ist es schon. Wir nehmen ja nur 4 Minuten der Zeit und sind schon 4 Minuten 25 durch, also wir müssen Gas geben. Also, wir wünschen euch eine gute Zeit, ja. Bis zum nächsten Video und tschüss. Ciao. Das ist der Ding, du musst es so machen. So.